So ein toller Tag heute. Oh nein, schon so spät. Jetzt aber schnell, sonst verpasse ich meinen Bus noch. Mist, ich bin zu spät. Jetzt muss ich so lang warten. Nun komme ich viel zu spät nach Hause. 2 Stunden später. Wie lange muss ich denn noch warten? Hoffentlich kommt der nächste Bus bald. Hey Jenny, fährst du auch mit dem Bus? Hi Tom, ich warte schon seit 2 Stunden auf den nächsten Bus. Och nein, du Arme, mir geht es auch oft so, dass ich sehr lange auf den Bus warten muss. Daran muss sich wirklich etwas ändern. Es sollten viel öfter Busse in unserem Dorf fahren. Etwas ändern, sagst du? Ich glaube, da habe ich eine Idee. Gestern hat unser Sozi von Jugendtreff erzählt, dass es ein Programm für Jugendliche gibt, mit dem sie an politischen Entscheidungen mitwirken können. Echt? Klasse! Lass uns doch morgen zusammen zu ihr gehen und sie fragen. Am nächsten Tag. Hier müssen wir hin. Ich bin wirklich gespannt, ob sie uns helfen kann. Kommen Sie bitte herein. Guten Tag. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr vorbeikommt. Hallo Frau Schmidt, das ist die Jenny. Ich habe ihr vor diesem Programm erzählt, das sie uns gezeigt haben. Setzt euch doch, dann zeige ich euch alles. Vielen Dank. Tom hat mir von einem Programm erzählt, das uns helfen kann, dass bei uns mehr Busse fahren. Ah, damit meinte er bestimmt das EPA-Tool. Das EPA-Tool ermöglicht rundenbasierte Mitwirkung an kommunalen politischen Entscheidungen für junge Leute und ist eigentlich ein Programm, mit dem man ein eigenes Beteiligungsprojekt erstellen kann. Aha. Es ist für alle, die Jugendliche in Beteiligungsprozesse einbeziehen wollen, wie zum Beispiel Sozialarbeiter. Das heißt, in eurem Fall könnte ich das Programm herunterladen und ein solches Projekt starten. Wie so etwas aussehen kann, seht ihr bei Ich mache Politik. Ah, cool. Zum Download oder der Installation sind jedoch IT-Fachkenntnisse notwendig. Wer die nicht hat, kann zum Beispiel IT-Expertinnen um Hilfe bitten. Ah, okay. Wenn das Programm dann fertig installiert ist, werden im ersten Schritt Hintergrundinformationen, Fragen oder Statements vom Sozialarbeiter oder der Sozialarbeiterin in die erste Abstimmungsrunde eingebracht. Zu diesen könnt ihr dann eure eigene Meinung als Text, Video oder Bild äußern. Wie würde das bei unserem Problem mit den Bussen denn funktionieren? Ich könnte jetzt beispielsweise mit dem EPA-Tool eine Beteiligungsrunde erstellen und euch Jugendliche aus eurem Dorf fragen, welche Schwierigkeiten ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln habt und was ihr euch wünschen würdet. Ah, okay, cool. Ja, stimmt. Ihr habt dann die Möglichkeit, eure Meinung zu sagen. Du, Jenny, könntest vielleicht eine Sprachnachricht schicken, in der du sagst, dass du immer ewig auf den Bus warten musst, da nur alle 2 Stunden einer fährt. Ah, okay. In der zweiten Phase können dann die anderen deinen Beitrag sehen und auf diesen reagieren. Sie können diesem zustimmen oder ihn ablehnen oder kommentieren. Außerdem seht ihr die Reaktionen der anderen zu eurem Beitrag, ob sie eurer Meinung sind oder nicht oder welche weiteren Ideen und Vorschläge sie dazu haben. Das ist ja super. Dann müssen wir uns gar nicht alle zusammen in einer Versammlung oder so treffen, sondern können den anderen unsere Meinung von zu Hause aus oder unterwegs mitteilen, oder? Genau so ist es, Jenny. Aber wie erfahren denn die anderen Jugendlichen von dieser Seite? Sie wissen ja nichts davon. Dafür müssen wir Werbung machen. Vielleicht können wir in unserer Schule und unseren Freunden davon erzählen, Tom. Das ist doch eine super Idee, Jenny. Ich kann euer Anliegen auch gerne in verschiedenen Jugendgruppen einbringen, damit sich möglichst viele beteiligen. Das wäre ja toll. Aber wie geht es dann weiter? Nach einer bestimmten Zeit fasse ich eure Meinungen dann in einem letzten Schritt zusammen, werte sie aus und gehe damit beispielsweise zum Bürgermeister, der das in weiteren Sitzungen vortragen kann. Wenn euer Anliegen als sinnvoll erachtet wird, würden dann weitere Schritte verfolgt werden, damit mehr Busse eingesetzt werden. Klingt super, das machen wir so. Und dann schauen wir, ob das was bewirkt und bald mehr Busse in unserem Dorf fahren. Alles klar. Einige Zeit später. Hey Jenny, na, fährst du auch mit dem nächsten Bus? Ja, der kommt ja schon gleich.
Da ist er ja schon. Hey, wir haben wirklich etwas bewirkt mit dem Apple-Tool. Thank you.